Da ist er wieder, euer Ivan der Schreckliche in Diablo 4. Jawohl, die Season 4 hat mich wieder. Ich habe ja gesagt, ich gucke auf jeden Fall nochmal rein und habe einen Barbaren angefangen, weil Barbaren hatte ich noch nicht. Und ich habe ja gesagt, jo, wir machen immer was Neues. So, natürlich wieder auf Hardcore. Der Barbar ist natürlich vollkommen verskillt, auf jeden Fall, ne, wie man hier sieht. Also, was habe ich gemacht? Ich habe hier Punkte in den Sprung reingesetzt. Das fand ich ganz gut. Damit ist er recht fix unterwegs. Und ansonsten voll in den Wirbelsturm. Hier noch ein bisschen in hier Chance auf Verwundbarkeit. Und was haben wir noch gemacht? Ach so, ja, hier der Schrei, also der Schlachtruf, der meine Ressourcenerzeugung erhöht. Dann haben wir hier nochmal noch mehr Leben. Leben ist immer gut. Und was haben wir noch gesetzt hier? Ach so, den Kriegsschrei, genau, auf dass ich hier auch noch mehr Schaden mache. Und ansonsten habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, wo wir reingehen. Ich guck mal, hier bin ich noch ein bisschen reingegangen. Gegner in der Nähe kriegen 9% mehr Schaden und so. Das ist aber alles, das werden wir zwischendurch 1000 Mal ändern und ausprobieren. Ich habe jetzt noch 2 Punkte, da könnte ich jetzt meine Ulti freischalten. Ich weiß aber ehrlich gesagt überhaupt nicht, was hier. Das klingt mir am sinnvollsten oder am einfachsten. Beschwört 3 Uranen. Was? Uranen, die euch 6 Sekunden lang im Kampf... 6 Sekunden klingt total wenig. Kolik springt den Gegner an, verursacht Schaden, schwingt wild seine Waffen, Schaden pro Treffer. Wirbelt umher, fügt Gegner auch nochmal Schaden zu. Mardok wühlt den Boden auf und verursacht Schaden. Also ich würde mal sagen... Erhaltet ihr zusätzlich 20% Angriffsgeschwindigkeit, verursacht mehr Schaden. Ist vielleicht gar nicht mal so blöd, oder? Alle Urahnen erhalten zusätzliche Fähigkeiten. Jedes Mal, wenn ein Kollege eine Raserei... Wut, okay. Ich nehme mal an, wir nehmen die Urahnen. Ansonsten aktiviert diese Fähigkeit 3-mal, um Ketten an jeder eurer Waffen zu befestigen und einen Angriff auszuführen. Das klingt mir ein bisschen merkwürdig. Zuerst schmettert ihr 2-händige Wuchtwache auf den Boden, schwingt ihr 2-händige Hiebwaffe. Klingt... total kompliziert, manchmal nicht. Was haben wir da? Zorn des Berserkers explodiert vor Wut und stoßt Gegner in die Nähe zurück. Ihr verfallt 50 Sekunden lang in Berserker-Modus, werdet unaufhaltsam. Im Verlauf der nächsten 10 Sekunden verfallt ihr jedes Mal 5 Sekunden lang in Berserker-Modus, wenn ihr mit Basisfähigkeiten direkten Schaden anrichtet. Nee, wir nehmen mal hier das und das. So, so, jetzt habe ich hier die Urahnen. Ansonsten habe ich noch ein paar Sachen rausgefunden. Und zwar habe ich rausgefunden, eine der neuen Mechaniken, und ich bin mir gar nicht sicher, ob das zu Season 4 oder einfach zu den geläufigen Änderungen bei Diablo 4 gehört, ist folgendes. Man findet in der Welt diese Rezepte, diese ultimative Effizienz, also diese merkwürdigen Härtungsrezepte, magische Härtungsanleitung. Die kann eine von 4 möglichen Auswirkungen haben. Da steht zum Beispiel hier, Wirken, Ultimativfähigkeit stellt Primärressource wieder her, Abklingzeitreduktion für der Urahnen. Also das ist etwas, was offenbar die Ulti verbessert. Das kann man einfach mal lernen. Und wenn man das gelernt hat, dann kann man zum Schmied gehen und sagen, ich möchte bitte etwas härten. Und dann setzt man einen von seinen Items setzt man da rein und dann kann man die härten. Ich zeige das einfach mal. Ich nehme mal das Ringchen hier. Das ist ja sowieso schon recht spaßig. So, ein Ring rein. Und dann sage ich mal, probieren wir das hier mal. Ultimative Effizienz. Ja, das probieren wir mal aus. Das kostet hier Ressourcen. Ist aber nicht so viel, kann man sich locker mal leisten. Gucken wir mal, Gegenstand härten. Wodurch der Gegenstand nicht mehr gehandelt werden kann. Das ist mir relativ egal. So. So, jetzt haben wir den Gegenstand gehärtet und da seht ihr jetzt die Härtungsfähigkeit, das ist dieser Amboss. Das Wirken von Ultimativfähigkeiten stellt 28 Primärressource wieder her. Das ist eigentlich ganz cool. Das heißt, das Ding packt ein zusätzliches Affix auf den Gegenstand. Es tauscht nicht etwa eins aus, zum Beispiel 13 maximales Leben gegen irgendwas anderes, sondern es packt ein zusätzliches drauf. Und so kann man, und diese zusätzlichen da drauf gepackt werden, die sind anscheinend auch relativ zielgerichtet. Also hier zum Beispiel das, was ich da drauf gepackt habe, das geht ja nur, das hat ja nur Auswirkungen zum Beispiel auf die Ulti. Ja, also man kann relativ zielgewirkt seine Gegenstand manipulieren. So, Rezeptkategorie gewählt. Ja, und man könnte es jetzt, glaube ich, nochmal neu auswürfeln, um eine andere von den 4 zu bekommen. Das hat so ein bisschen was wie dieses Tauschen von Affixen, was man früher hatte. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Zum Beispiel 22 Leben gegen irgendwas anderes. Nur mit dem Unterschied, dass das Ergebnis zielgerichteter ist. Habe ich zumindest, also statt
15 verschiedenen Möglichkeiten, was rauskommen kann, hat man jetzt nur noch 4 verschiedene Möglichkeiten. So, und dann gibt es tatsächlich noch hier sowas Vollendung, aber Vollendung, da müssten wir einen legendären oder einzigartigen Gegenstand der Ahnen reinpacken, sowas habe ich noch nicht. Ich habe ja hier gerade mal, hier, also da habe ich noch keinen von. Also man findet diese Rezepte und kann dann beim Schmied fröhlich Dinge härten, sagen wir mal. Was mich natürlich sofort zu der Frage bringt, existiert der andere Fuzzi noch, mit dem man hier Sachen quasi abändern kann? Es ist halt die Frage, ne? Oh, Ringe und Amulette. Da kaufen wir uns auch gleich mal ein Amulett. Was kostet der Spaß? 49.000 habe ich nicht, sehr gut. Also existiert der Typ noch, der hier quasi dir die Möglichkeit gibt, sieht nämlich so leer aus. Ich habe so den Verdacht, den gibt es gar nicht mehr. Kann das sein? Haben sie den eingestampft und dafür diese Härtung eingebaut? Das wäre möglich. Egal, ihr wollt mich nicht faseln sehen. Ihr wollt hier, spürt die vermisste Karawane auf. Wir sollen ja hier, wo ist die vermisste Karawane? Die vermisste Karawane, da ist die vermisste Karawane. Das heißt, wir hopsen hier hin. Und sollen jetzt für die Eisen... Hier, ich habe ein neues Town Portal. Sieht sehr schleimig aus und sehr eklig. Murks. Okay. Schau, was haben wir denn da? Da ist nichts Aufregendes, oder? Ist da noch irgendwas Aufregendes? Was ist denn das hier? Kann man da irgendwie rein? Kann irgendwie raus? Nee, keine Ahnung, was das ist. Ach, das ist meine Beutetruhe. Okay. Würde mal sagen, wir... Warte mal, da unten ist noch irgendwas zu machen. Irgendwas ist da unten. Ich da. Meister des Kampfes. Ach, das ist mein Klassenquest. Ich bin übrigens 15 oder 16. Ich sehe, ihr seid ein Kind des Ariats, aber ihr tragt kein Emblem. Gehört ihr keinem Stamm an? Doch, ich bin der Stamm der Stämmigen. Die Winde der Schlacht tragen mich weiter und schneller als jeder Stamm reisen kann. Wie ein Krieger gesprochen, der nie eine Heimat hatte. Es gibt viele wie euch. In der Wildnis aufgewachsen, der Stamm nach dem Fall von Ariat zerstreut. Wir Ochsen hatten Glück. Was? Ochsen? Wir haben eine Heimat gefunden, guten Handel, Stärke. Wenn ihr euch uns mit eurer Kraft anschließen wollt, solltet ihr Katra im Norden der Stadt aufsuchen. Sie wird euch zeigen, was nötig ist. Na, dann machen wir nochmal den Klassenquest. Hier, wenn wir schon mal hier genau da sind, wo wir hinwollen. Warte mal, wo ist denn Katra im Norden der Stadt? Wo denn? Ach, das ist da. Barbar, Meister des Kampfes. Ich habe außerdem noch rausgefunden, hier Barbar, wie diese Klassenfähigkeit noch, das muss ich euch kurz zeigen, wie das funktioniert. Und zwar, wenn man hier auf Zuweisung geht, dann kann man tatsächlich die Fähigkeiten, zum Beispiel hier den Wirbelsturm, unterschiedlichen Waffen zuweisen. Ja? Also entweder hier dem Zweihandschwert, den zwei automatische Auswahl. Ich würde mal sagen, wir lassen es bei der Wuchtwaffe, weil die ist ja definitiv darauf ausgelegt. Also man kann hier definitiv die Waffen den verschiedenen Skills zuweisen. Natürlich nur da, wo es Sinn macht. Hier bei den Urahnen, da kann man zum Beispiel nichts zuweisen. Und außerdem haben wir hier natürlich noch die Expertise. Und je nachdem, wo man da gerade Expertise mit Einhandäxten, mit Einhandstreitkolben, mit Einhandschwertern, mit Zweihandäxten, mit Stangenwaffen... Hier, Zweihand-Streitkolben bringe ich ja gerade derzeit hoch und da steht ja dann, wenn ihr einen Gegner trefft, besteht eine Chance von bis zu 6% 5 Wut zu erhalten. Im Berserker-Modus ist natürlich extrem geil, weil Wut brauche ich natürlich. So, jetzt geht's aber los. Wie gesagt, ihr wollt mich nicht quatschen sehen, ihr wollt mich machen sehen oder sterben sehen, je nachdem. So, wir gehen erstmal zum Klassenquest, würde ich sagen. Habe ich da mein Hämmerchen. Damit kann ich dann aufs Sparschwein hauen. So. Ich habe übrigens eine Härtung schon durchgeführt. Was ist das denn? Eine Härtung schon durchgeführt an diesem Streitkolben. Und der ist richtig gut geworden, diese Härtung. Da seht ihr, 126 Schaden gegen Gegner in der Nähe. Und ich meine, ich bitte euch, ich bin der Barbar. Logischerweise, Gegner in der Nähe ist immer gut. Und dann haben wir hier noch diesen Wirbelwind hinterlässt. Staubteufel, das ist natürlich auch genial. Also eigentlich ein ziemlich guter Streitkolben. Müsst ihr mal sehen, wenn ich Wirbelwind mache, dann fliegen da so Wirbelstürme rum. So, was willst du von mir? Ach, tatsächlich. Um euch ranken sich Legenden, Wanderer. Sagt mir, werdet ihr ihnen gerecht? Natürlich.
Das kann ich gerne zeigen. Gute Antwort. Wenn ihr zum Ochsenstamm gehören wollt, müsst ihr euch das durch Blut verdienen, das im Angesicht unserer Ahnen vergossen wird. Ich werde ihre Zeugin sein. Wir brechen zu den Jagdgründen auf. So, ich soll ihr also zeigen, wo der Hammer hängt. Warte mal, wo müssen wir hin? Dahin. Da sind witzigerweise gleich beide Quests. Hui! Juhu! Da seht ihr, ne? Da fliegen die Wirbelstürme rum. Und die machen zusätzlich noch Schaden, was natürlich geil ist. So. Plom, plom. Also ich muss sagen, ja, ich hätte mir den Barbaren schlimmer vorgestellt. Er spielt sich eigentlich ganz witzig. Was erzählt ihr? Ich soll zeigen, was ich drauf habe. Ich zeige euch, was ich drauf habe. Ich muss hier irgendwelche Viecher skillen, glaube ich. Plauschi, plauschi, so. Mit dem Wirbelsturm ist ganz nett. So. Muss hier einfach nur Viecher töten, oder? Oder wie war das? Plautz. Eigentlich total easy. Rumschepper. Und da ist natürlich, ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten, Wut zu erzeugen. Einmal durch den Kampfschrei oder einmal pro Treffer. Das ist ja die Eigenschaft von der Keule. Ne? Also, das ist auch wichtig, weil Wut braucht ja hier mein Wirbelsturm. Pro Sekunde quasi. Trockenes Kernland. Ah, da oben sind noch mehr Viechers. Ich überlebe alles. Ich bin der Chakaraka-Obermacker. Testosteron ist stark in mir. So. Was soll ich hier machen? Ich soll weiter Mobs killen. Okay, ich töte weiter Mobs. Ich habe kaum noch Wut. So, das Coole ist natürlich, dass er mit jedem Kill und mit jedem Treffer dann auch noch Wut erzeugt. Das heißt, ich bin eigentlich jetzt schon... Aua. In der Nähe gibt es eine kleine Höhle, in der euch die letzte Prüfung erwartet. Wie schon die letzte? Der Totenbeschwörer muss von Pontius nach Pilatus rennen und der Barbar... Naja, ist ein einfacher Charakter halt, ne? Wo sind die Höhle? Da. Komm, wir gehen erstmal den Quest machen. Barbaren sind einfache Charaktere. Die können sich auch so viele Schritte gar nicht merken. So, ab in die Höhle. Aber erstmal vertrimmen wir den Bären. Ist gar kein Bär. So, was wir machen, bevor wir in die Höhle gehen. Hier zusätzliche Fähigkeit. Jedes Mal, wenn Kollege erhalte ich 10 Wut. Gegner werden eine Sekunde lang verlangsamt, wenn sie durch Wirbelwind erscheinen. Ja, hier kommt. Zack, so. So, jetzt habe ich eine richtig gute Ulti. Hab's ja auch noch nicht eingesetzt. Wollen wir das mal machen? Wie soll ich da rein? Ach so. Eine große, furchterregende Bestie. Ah, eine Bestie. Seit Monaten plagt sie die meine Schwiegermutter. Ernten, Karawanen und auch Krieger. Bringt mir ihren Kopf als Opfergabe für unsere Ahnen. Dann seid ihr Teil des Ochsenstamms. Das war ja einfach. Ich warte hier auf eure Rückkehr. Oder zumindest bis zum Sonnenaufgang. War der Druidenquest. Ihr werdet nicht lange warten müssen. Der Druidenquest war auch total aufwendig. Der hier scheint mir total Pillepalle zu sein. Ja, wahrscheinlich ist da drin jetzt keine Ahnung wer. Schauen wir mal. Kuckuck. Ist hier wer? Ja, wo ist denn der Gegner? Hier ist gar keiner. Moment mal, war das alles? Ich habe gerade die Uhr an rausgeholt. Okay, war jetzt ein bisschen enttäuschend. Alles angeschmissen, die Schreie, die Urahnen. Was war denn das jetzt? So. Moment. Kopf der Bestie. Wie soll ich den denn... Achso, der steht hier.
Und was für ein großes, hässliches Ding ist doch. Hallo? Herrlich. Ich werde ihn der Schmiedemeisterin bringen. Kehrt zu uns nach Khet Bardu zurück, sobald ihr bereit seid. Und Glückwunsch, Krieger des Ochsenstamms. Ich weiß nicht, Ochsenstamm klingt jetzt nicht so furchterregend. Wie wäre es mit Bärenstamm oder Bergbestie oder Berglöwenstamm, aber Ochsenstamm? Das klingt fast wie Hängebauchschwein oder so. Wenn vom Ochsenstamm, seid ihr auch vom Ochsenstamm. Nee, das sind Ochsen. Ich brauche mehr Wut. Klatsch. So, was sollen wir hier machen? Bin mir nicht so sicher, was wir hier machen sollen. Also im Moment sind die quasi One-Hits, zumindest mit dem Wirbelsturm. Warte mal, was hat denn der da? Achso, das ist die Karawane. Habe ich die jetzt untersucht? Die Wölfe, die ihr geschickt habt, sind wahnsinnig. Sie hören in der Nacht Geflüster, die... führt uns in eine nahe Höhle. Ah, jetzt sollen wir auch in eine Höhle gehen, alles klar. Wo ist die Höhle? So, jetzt sind wir wieder auf dem Season Quest quasi. Also offenbar sind die beiden Eisenwölfe wahnsinnig geworden. Wo soll denn die Höhle sein? Er ist relativ schnell unterwegs mit dem, warte mal, da fällt mir gerade ein Siedenteils ein. Ich habe doch hier einen Drang. Was ist das? Erhöht kritische Trefferchance um 4, kritische Trefferschaden um 25. Her damit, Glück. So. Wichtig ist natürlich, dass sich damit die Erfahrung erhöht. Klatsch, klatsch, klatsch. Oh, mein erster Tausender. Nee, keine Ahnung. Wer wohnt hier? Aha, da sind wir richtig. Aber erstmal sagen wir zu den Leuten hier Hallo. So. Was war das für ein Geräusch? Das ist übrigens schon Teil der Rüstung, die man für die Season gekriegt hat. Was ich da anhabe, dieses rote Dampfen auf meiner linken Schulter. Was haben wir denn hier drin? Untersucht, ich untersuche. Nicht so aufregend. Der Onkel ist schon da. So, ein Eisenwolf. Seine Kehle ist durchschlitzt, seine Gliesmaßen, was zu der Tangenten eines Ritualkreises ausgebreitet. Tangente. Also der Durchschnittsspieler kann doch damit nichts anfangen. Ihr könnt die heißen Gestank der Hölle riechen. Ihr wurden der Dämon beschworen. Doch er ist längst fort. So, zeig mal mit der Tangente. Eigentlich nicht. Das ist eigentlich nicht tangential zu dem Kreis hier. Also das stimmt eigentlich so nicht. Untersucht die Ritualstar. Nee. Karte von Kajistan, verschlungene Route der Karawane. Okay. Untersucht die Ritualstätte. Da haben wir noch was. Meine süßen Kinder, ich bin tot dank meiner eigenen Missetaten, aber ich weiß, dass euer Leben dadurch besser sein wird. Kein Spott mehr, keine Schande. Die Ehre der Eisenwölfe ist wiederhergestellt. Schlaft in dem Wissen, bla 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 bla. Das war Isat, okay. Aber wir sind noch nicht fertig. Oh, hier muss noch irgendwas sein. Da. Grafitzeichnung. Schöne Frau erhebt sich aus einer ganzen Karawane von Leichen und zwei gerüstete Gestalten sonnen sich in ihrem Licht. Oh, das klingt mir nach einer... Die wurden verführt, die Eisenwölfe. Aber wir sind hier noch nicht fertig. Irgendwo muss noch was sein. Kann man bitte noch was leuchten hier? Leuchte mal etwas. Nee. Ich untersuche ja, aber hier ist nichts. Untersucht die Ritualstätte. Da. Kürzlich verwendete blutverschmierte Waffe. Aha. Erzählt, was ihr erfahren habt. Okay, machen wir. Ich bin das Barbarchen mit dem Hämmerlein. Jetzt ist die Frage, wo ist die gute Frau? Wahrscheinlich... Da unten irgendwo.
und zum Henker. Warte mal, ich teleportiere mich erstmal, bevor ich hier gleich von irgendwelchen Mobs umgebracht werde. So, jetzt können wir uns nämlich dahin. Guck mal, das ist total einfach. Da können wir uns direkt hin teleportieren. Aber ich müsste noch den Barbaren-Quest machen, ne? So, da steht sie auch schon. Eure Eitenwolzer haben sich im Austausch für verlorenen Ruhm auf einen Dämonenhandel eingelassen. Sie haben die Karawane verraten und wurden im Gegenzug selbst verraten. Was? Nein. Doch. Das ist die Wahrheit, oder? Ich hätte damit rechnen müssen. Die Eisenwölfe sind mehr als nur einfache Söldner. Wir sind seit langer Zeit die Wächter Chaldeums. Treue Diener jedes Herrschers seit Hakan dem Ersten. Aber das war einmal. Wir konnten unsere Stadt nicht beschützen. Die Wölfe sind keine Helden mehr. Shon und Isad wollten, dass unser Name wieder für etwas steht. Und ein Dämon nutzte das aus. Aber das endet nun. Ich werde nicht zulassen, dass sich Verzweiflung in meinem Lager einnistet. Okay. Erreicht Wolfs Ehrenrang 5 bei den Eisenwölfen. Und wir sind gerade mal... Oh, guck mal, wir haben sogar was gekriegt. Das nehmen wir uns gleich mal. Wir sind immerhin 2. Haben wir irgendwas gesammelt? Da haben wir was. Kristalle. Warte mal, das ist maximales Leben. Jo, nehmen wir definitiv. Was ist das? Stiefelchen. Leben pro Sekunde, auch gut. Widerstand gegen Feuer, Angriffe verlängern, Abklingzeit. Ja, ich sag mal ja. Plong. Warte mal. Elixier. Und Handschuhe. Was sind's denn? Fügt ihr Gegner mit einer Basisfertigkeit Schaden zu, erhaltet ihr 10 Sekunden lang erhöhte Angriffsschaden 5-mal stapelbar. Vampirische Blutrage, die euch Basisfähigkeiten 15. Aha. Egal, ist besser als mein jetziges, also her damit. So. Ob man ein und dasselbe mehrmals auf den Gegenstand härten kann, das wäre natürlich noch die Frage. Was ich wollte, war aber noch hier. Hier, ich wollte ja noch mein Klassenquest abschließen. Das probieren wir gleich mal aus, ob man ein und dasselbe Affix auf mehrere Gegenstände packen kann und vor allem, ob sich das addiert. So, darunter. Da wie auf dem Kopf, ist das eine Melone oder was ist das? Turban. Willkommen, Kampfesbruder. Kampfesbruder. Sie haben noch nie so ein Geschick gesehen. Dass ihr ein Urahn sein müsst, der neu geboren wurde. Sie übertreibt. Aber ihr gehört noch nicht zum Ochsenstamm. Nicht ohne ein Emblem aus der großen Schmiede. Möge es euch auf eurem Pfad beschützen und euch immer den Weg nach Hause zeigen. Okay. Gold und Erfahrung habe ich gekriegt. Barbarmeister des Kampfes. Feature der Klasse freigeschaltet. S plus C Klassenupdate. Was S? Was denn für ein C? Gute Frage, was das heißt. Alle Fertigkeiten anzeigen. Mobilität. Bin mir nicht so sicher. Bin mir nicht, warte mal, was ist das? Stahlgriff, achso, das ist der. Ich bin mir nicht so sicher, was die mir gerade gezeigt hat. Erreicht Wolf bei den, erstmal haben wir aber was gekriegt. Aber auch nicht besser als das, was ich habe. Okay, cool. Was mich jetzt trotzdem irritiert ist, sie hat gesagt plus C. S, C.
Keine Ahnung, was das heißt. Ich guck gerade. Nach unten scrollen. Gesundheit haben mehr als 80% Leben. Berserker-Modus, Verletzung und Schaden. Halt, warte mal, da war was. Nee, keine Ahnung, ob es das ist, was ich hier meinte. Rang 1 und 5. Lassen wir erstmal so. So, was wir jetzt am Rang 5, das werden wir natürlich eine Weile lang nicht erreichen. Ich probiere jetzt mal Folgendes. Was ich mal ausprobieren möchte, ist das hier. Ich gehe mal hier hin. Und schaue mal, ob wir tatsächlich die Härtung auf mehrere Gegenstände draufpacken können. Ein und dieselbe Härtung. Wie gesagt, ich bin da neu. So, hier Härtung. Ich habe ja einen dritten Gegenstand. Ach, Härtung kann man auch auf seltene Sachen knallen. Okay, cool. Ich nehme jetzt einfach mal die Handschuhe und gucke mal, ob wir das hier da drauf knallen können. Können wir tatsächlich machen. Probieren wir mal, was dabei rumkommt. So, springen, so. Schaden gegen entfernte Gegner ist natürlich komplett sinnfrei. Weil ich mache ja keinen Schaden auf entfernte Gegner. Können wir gleich nochmal machen hier. So. Einfach so Schaden ist ja auch nicht schlecht, ne? So. Haben wir einfach mal so Schaden draufgeknallt. Könnte man jetzt hier überall draufknallen, was natürlich eine coole Sache ist. Machen wir aber nicht. Was wir machen ist reparieren. Ja, können wir auch mal machen. Kann ich mal alles reparieren einfach? Alle Gegenstände. Ach, da ist nichts zu reparieren. Ramsch hier. Zack, zack. Zack, 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 zack. So. Irgendwas mit Lehrling. Das heißt aber auch, dass wir uns jetzt wahrscheinlich, oder? Mal kurz gucken. Eine Ruhe. Erreicht. Achso, das ist das Ding. Okay, cool. Ja. Das heißt, wir stürzen uns nochmal voll hier in die nächste Höllenflut. Und schauen mal. Der Turban sieht jetzt nicht so praller aus, muss man sagen. Aber naja. Ein bisschen Schwund ist immer. So. Dann stürzen wir uns mal in den Tod. Oh, guck mal hier. Ich brauche mehr Wut. Ist das auch ein Barbar oder war das nur Zufall, dass wir beide gewirbelt haben? Hui. Sag mal, Barbaren sind ja die reinsten Killermaschinen, kann das sein? Das ist unglaublich, was man hier alles so raushaut. Was ist das da? Ah, guck mal, ja, das ist nett von dir. Ein Terrorkolben. Hause weg, Eberhard. Absolut genial. Du kannst gleich mal weggehen. Nee. So viele Punkte habe ich noch nicht. Lautzi, so. Har, har. Ich habe keine Wut mehr. Was ist das? Das ist ein mattes Amulett. Ich habe es genau gesehen. Ja. Ist es normal, dass ich alles one-hitte hier? Vermutlich. Vermutlich ist das normal. Wer bist du eigentlich? Bis irgendwann der Dings hier, der Butcher kommt und ich one-hittet. Lauti, lauti. Kann natürlich ewig dauern, bis man dann mal Rumschepper. Also wenn man das dann mit dem Paragon-Brett, boah, ich habe leider keine
leider keinen Schlüssel. Wenn man das mit den Paragon-Brettern kombiniert, dann kann ich mir vorstellen, dass man da fast unendlich durchwirbeln kann. Weg. Guck mal, das haut selbst so ein Elite relativ schnell aus den Latschen, muss man sagen. Gib mir mal die Gallgräbe da, oder was das ist. Ist hier noch irgendwo ein... Ja, guckt euch das mal an hier. Schrumm, schrumm, schrumm. So. Ich hatte ja gehofft, dass hier... Ist aber nicht. Shepard, Shepard, wer bist du eigentlich? Das waren die Urahnen. Aber die haben relativ... Naja, ist halt quasi ein Ulti, ne? Das heißt natürlich aber auch, da ist schon wieder der, okay, den, da kommen wir nicht ran, dass ich, wenn ich zum Beispiel jetzt eine gute Zweihand-Axt finde, dass ich der dann nicht trainiert habe, ne? Fürchte ich. Also von den Waffenfähigkeiten her. Hui! Wie viel haben wir? 74 Punkte. Warte mal, wo gehen wir jetzt hin? Hier mal lang. Keine Ahnung, wo ich hier gerade langlatsche. Also ich wollte euch zumindest auf noch eine Truhe mitnehmen. Juhu! Die haben überhaupt keine Chance. Das geht da durch wie das Messer durch Butter. Aber das ändert sich später bestimmt. Henker, was ist das? Wie das Mess. Was war das für ein Geräusch? Aha. Schredder. Schredder. Ey, der lebt ja noch. Schredder. So, lebt noch wer? Nee, glaube ich nicht, ne? Warum kommen hier immer neue? Weil der Papa... Also ich... Oh, guck mal, mein erster... Nee, ist nur ein Fragment. Schredder. Ich bin unsterblich. Nicht genug Platz, um die Fähigkeiten... Wie soll ich das verstehen? Ja, Schredder, die Schredder, die... Oh gut, der ist ein bisschen stabiler. Ein Kopfschutz. Es hagelt Legendaries. Ist das normal? Kling, kling, kling. Ja. Naja, ich würde sagen, ich melde mich wieder, wenn ich Rang 5 bin. Und bis dahin schnetzle ich mich hier komplett durch die Ballerei. Die armen Kerle tun einem fast leid. Guck ich das mal an hier. Shepard. Hier. Attacke! Die Urahnen machen hier übrigens. Fein macht ihr das. Klatscht. Aber ich, wie so eine... Also man muss sagen, den Barbaren zu spielen, ist fast so ein bisschen wie so eine Sucht, wie so ein Trieb. Ich kann gar nicht aufhören, vorwärts zu laufen und Dinge kaputt zu kloppen. Klatsch, klatsch.
Gut, aber wie gesagt, das ändert sich wahrscheinlich. Da gehen wir mal lieber raus. Da bin ich so ein bisschen vorsichtig bei diesen Explosions-Heinis. Blauzi, Blauzi, Blauzi. Auch bei diesen Explosionsdingern, da bin ich auch etwas vorsichtig. Ich habe nicht genug Wut. So. Soll ich noch einen mitnehmen? Nein, nein. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn ich entweder tot bin oder... Keine Ahnung, was für ein Level. Bis dann denn, euer Mr. Black. Tschüssi. Juhu. Nur noch ein bisschen, Mami. Nur noch ein bisschen.